Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Die beiden kennt ihr, die haben wir uns schon angeschaut. Wir haben hier links die Marshmallow-Einhornstute und rechts den Zuckerwatte-Einhornhengst. Die beiden wunderschönen Repaints, wie ich finde. Denn das waren ehemals die Regenbogeneinhörner. Die beiden haben natürlich auch noch Nachwuchs bekommen. Sprich, das Bonbon-Einhornfohlen. Und damit die drei ganz schnell komplett werden, schauen wir uns das heute hier in diesem Video an. Und somit ist auch dieses wirklich goldig gemachte Bonbonfohlen mit der Nummer 70724 eine Neuheit für 2022. Wunderschöne Umsetzung habe ich hier in diesem Tütchen bekommen. Hier steht das Ganze auch nochmal drauf. Bonbon Einhornfohlen 70724. So, das Ganze holen wir hier mal ganz schnell raus. Wir haben hier eine perforierte Tüte. Das ist der Oberknaller. Unser Fohlen hat hier auch noch einen kleinen Karton bekommen, damit es die Beine nicht zusammendrückt. Das ist super. Und wir haben hier jede Menge Anhänger dran, nämlich zum einen das Schleichfähnchen. Wir haben hier die Warnhinweise, ne? Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Und wir haben hier auch noch einen Bayala-Anhänger. Auf der Rückseite haben wir hier Wolken, Regenbogen und eine Sonne drauf. Wunderbar. Trotzdem werde ich die ganzen Sachen jetzt hier mal kurz entfernen, damit wir das Kleine auch besser sehen können. Bevor wir das Ganze besprechen, würde ich sagen, stelle ich es hier einfach mal auf mein Drehtellerchen und erzähle euch was zu diesem knuffigen Bonbon-Einhornfohlen. Das Bonbon-Einhornfohlen vereint die bunten Farben seiner Eltern und, ich zitiere, es liebt große Ställe und bunte T-Shirts. Ne? Ein freilebendes, magisches Einhorn liebt also einen dunklen Stall für Pferde. Ja? Ein Einhorn, das nichts anderes kennt als Wald, Hügel, Wiesen, wird hier vom Schreiberling dieser Zeilen tatsächlich in einen Stall verbannt. Und das Einhorn liebt es. Großartig. Und dazu auch noch bunte T-Shirts. Das muss mir mal jemand erklären, wie es ein Pferd oder ein Einhorn schaffen soll, in ein T-Shirt reinzuschlüpfen. Ich stelle mir das so vor, ne? T-Shirts wachsen ja im magischen Zauberwald von Bayala an Bäumen, ne? Die sogenannten T-Shirt-Weiden. Und die hängen da so runter und da kann das Einhorn munter reinschlüpfen und hüpft mit einem bunten T-Shirt durch die Welt Bayalas. Ich bin gespannt, ob tatsächlich, ja, das war ja eine Idee, ob nächstes Jahr T-Shirt-Einhörner erscheinen. Ne? Das muss man ja mittlerweile mit allem rechnen. Also auch das ist durchaus drin. Also wieder wunderbare Zeilen aus einem wachen, munteren Geist, wo ich mir dann hier doch auch wieder denke, welche Substanzen müssen einen umgeben, um solche Ideen zu haben. Ne? Ein Einhornfohlen, ein Bonbon-Einhornfohlen, das einen Stall über alles liebt, inklusive T-Shirts, wo es jeden Tag munter reinschlüpft. Ne, das T-Shirt muss ja auch gewechselt werden, ist ja klar. Aber es wachsen ja vermutlich viele T-Shirts an T-Shirt-Weiden. Oder vielleicht haben ja auch die Elfen, ne, in einer extra XX-Einhorngröße ein T-Shirt für dieses Bonbonfohlen hier genäht, gestrickt, gehäkelt. Man weiß es nicht. Man wird es vermutlich irgendwann in Figurenform sehen. Ja, also das erwarte ich jetzt ganz einfach, wenn man sowas hier schreibt. Und so ein T-Shirt passt dann natürlich auch garantiert super zu diesem Hufeisen, was auch dieses Bonbonfohlen hier hinten drauf bekommen hat. Das Ganze wurde mit Strasssteinen besetzt in rosa, in gelb und in blau, wie bei den großen. Auch hier haben wir natürlich Glitzer, ganz feiner Glitzer, schön verteilt. Und ja, wir haben die Farben von beiden Elterntieren. Wir haben einmal dieses Rosa von der Stute und wir haben einmal dieses Blau und leicht Grün-Gelbe von unserem Hengst hier. Ja, also das passt schon absolut genial dazu. Also wunderbares Trio, tolle Einhornfamilie. Und auch hier hat der Künstler, die Künstlerin, wer auch immer das hier skulpturiert hat, also Props, Daumen hoch, wunderschön gemacht.
an die Windrichtung gedacht. Ich sagte ja schon, bei der Stute wehen die Haare nach rechts, beim Hengst wehen die Haare nach rechts und auch beim Kleinen hier wehen die Haare nach rechts. Also großartig, dass man auf sowas hier geachtet hat. Und dazu auch noch die Proportion von diesen Pferden mit Hörnern, denn ja, Einhörner sind es nicht wirklich, super umgesetzt. Meinen Respekt, großartige Skulpturen, die Schleich hier im Programm hat. Das muss man absolut neidlos anerkennen. Super. So, jetzt geht's hier um das Kleine. Und auch dieses hier ist nicht wirklich neu. Auch das ist nur in Anführungsstrichen ein Repaint. Denn es gab das Kleine schon mal hier in der Regenbogen-Einhorn-Umsetzung. Ihr seht, hier wurde die Mähne und der Schweif ganz einfach ein bisschen in Regenbogenfarben besprüht. Und ihr seht auch hier dieses Hufeisen mit den Strasssteinchen. Die Steinchen haben hier eine andere Farbe oder eine andere Anordnung, sagen wir es mal so, als wir es hier beim neuen Repaint sehen. Ja? Also das hier hatte übrigens die Nummer 70525. Man kriegt es immer noch. Auch das hier kriegt von mir eine absolute Empfehlung. Wunderschön umgesetzt. Hier war noch ein Display dabei, das hat die neue Figur nicht mehr bekommen. Aber sehr hübsch umgesetzt. Ich sag's nochmal, wir fangen doch gerade mal hier am Kopf wieder an. Ein silbernes Horn, wie vom Daddy, was mir gut gefällt. Sie haben es auch schön bemalt. Keine Schmierer, keine Kleckse. Dann die Mähne. Wir haben hier so eine ganz helle Fliederfarbe, die in Blau übergeht. Und wir sehen hier auch wieder Glitzer, was sie über die Spitzen der Mähne hier gemalt haben. Ganz feiner Glitzer, das gefällt mir sehr gut. So gucke ich mir das sehr gerne an. Und wir sehen hier auch keinen Sprühnebel, zumindest nicht hier vorne. Das ist sehr gut. Ich drehe das Ganze mal um. Auch auf der Rückseite, jawohl, sauber bemalt. Super, es geht doch. Perfekt, schön auch hier die Strähnen zu sehen und toll, wie das Ganze hier im Wind zu wehen scheint. Also klasse, auch die Fellstruktur kann man hier sehr schön erkennen. Das Auge haben sie wieder ganz groß schwarz bemalt. Das glänzt wunderbar, das gibt der Figur eine gewisse Lebendigkeit. Hier vorne auf den Nüstern auch diese Fliederfarbe. Alles sehr gut gesetzt. Die Details sind hier auch super gelungen. Die etwas nach oben stehenden Ohren, sehr aufmerksam. Guckt total munter, das kleine Fohlen, sehr schön gemacht. Auch die Details hier an den Schultern, der Übergang zu den Beinen, die Proportion ist klasse. Hier unten finden wir ebenfalls diese Fliederfarbe, die hier in dieses Rosa reinläuft. Auch hier unten wurde nochmal Glitzer drüber gestrichen. Wir sehen hier die Hufe, die sie ebenfalls silber bemalt haben. Und nach hinten wird es auch so türkisblau und geht hier in das Grün rein. Auch hier Glitzer zu sehen, sieht aus wie ein grüner Glitzer. Und hier oben haben wir tatsächlich eher einen blauen oder einen silbernen Glitzer. Also das ist schon echt schön gemacht. Ja, dann hier dieses Symbol, dieses metallisch wirkende Teil, wie das auf die Flanke drauf kommt, möchte ich mir gar nicht Gedanken machen. Mit diesen Strasssteinchen besetzt, wem sowas gefällt. Ich finde es halt sehr unnatürlich. Hier geht es dann schon wieder ein bisschen los mit Sprühnebel. Man sieht es hier in der Hautfalte drin. Aber okay, kann man mit leben. Auch hier nochmal Glitzer zu sehen und die Hufe auch hier silber bemalt. Also das kann man wirklich anschauen. Auch der Schweif hinten wunderbar gestaltet. Also es macht schon wirklich Spaß, die Figuren hier anzuschauen. Das ist echt eine tolle Umsetzung. Ihr seht unten an den Fesseln auch noch ein paar Härchen. Schön gemacht. Auch das Fell von dieser Seite kann man wirklich anschauen. Und auch hier schön einige Details an den Beinen zu sehen. Super. Also auch das gefällt mir richtig gut. Hier unten sehen wir den Stempel und ihr seht ein Copyright von 2015. Also ist nicht neu, ist ein Repaint, aber ein sehr, sehr, sehr gelungenes, wie ich finde. Also absolute Empfehlung, wenn ihr Einhörner mögt. Könnt ihr hier überhaupt gar nichts falsch machen? Ich sage ja, manche tun sich vielleicht ein bisschen schwer mit den Bonbonfarben, darum heißt es auch Bonbonfohlen, aber das ist schon echt schön gewählt. Mir gefallen die Farben sehr gut, vor allem es sind keine knalligen, also es ist sehr, sehr bunt, aber nicht knallig. Es ist alles eher ein bisschen gesetzt gehalten, ganz zart, nicht übertrieben. Und das steht dem Kleinen hier wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also ganz ehrlich, ich könnte mich da nicht entscheiden. Gefällt mir das Weiße besser, wo man halt das Weiß auch wirklich. Also das Weiß von Schleich finde ich immer großartig. Ja, also auch in der Bemalung kommt es super gut, genauso wie hier. Ne? Darum habe ich beide. Ich könnte mich da echt nicht entscheiden. Und ja, wenn ihr dann alle
zusammenstellt, dann gibt es schon echt ein tolles Bild. Ich sag ja, also alleine die drei sind echt schon Eyecatcher in der Vitrine, auf dem Regal, wo auch immer ihr die stehen habt. Und ich glaube, da werden nicht nur Kinder angesprochen, sondern ich kenne halt auch Sammler, Sammlerinnen in meiner Altersklasse, die sich über diese Figuren genauso freuen, wie ich es hier tue. Sie sind halt wirklich sehr ästhetisch umgesetzt. Die Farben sind toll gewählt. Wunderschönes Trio, wenn er mich fragt. Ne? Alles nur meine Meinung. Bin nicht ganz so glücklich mit diesen Halbmond- oder Huf-Symbolen mit Strasssteinchen. Das hätten sie nicht wirklich gebraucht, aber ja, komm, ist halt so. Was mir hier bei dieser Serie am meisten wehtut, sind die Texte. Ja, da können aber die Figuren nichts dafür. Und viele werden die Texte auch wahrscheinlich gar nicht mitkriegen, denn die findet ihr auf der Seite vom Hersteller. Und so weit nach unten scrollen wird vermutlich kaum jemand. Und das ist in diesem Fall auch gut so. Nicht böse sein, ja. Aber ja, ein wahnsinns schönes Trio. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Wenn ihr Einhörner mögt, ohne hier auch eine ansatzweise Werbung machen zu wollen, ich sag's euch immer vom Sammler für Sammler, wenn ihr Einhörner mögt, lasst euch dieses Trio nicht entgehen. Das ist super. So, die drei hier werde ich jetzt auch nochmal drehen lassen. Könnt ihr euch nochmal in aller Ruhe anschauen. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse, fürs Reinschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.